Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Black Masses. Hallo, quatsch mir bitte nicht bei der Einleitung dazwischen. Wie bist denn du drauf? Ich hab die Axt der Familie. Naja, okay. Wir sollen Survivor retten gehen und gucken, ob noch welche da sind. Oh mein Gott, ey. Ich habe auf jeden Fall viele Zombies gesehen. Und, ich hoffe, dass die uns nicht alle irgendwann über den Sack laufen. Aber wahrscheinlich wollen sie das tun. Sie werden es höchstwahrscheinlich tun. Aber wir werden jetzt erstmal gucken. Da unten sind ein paar Besessene, aber das kriegen wir irgendwie hin. Oh, Alter. So ein bisschen sehr viele Prozess-Guys. Okay, erstmal hier die Feuerkelle. Wow, wow, wow. Okay. Ei, ei, ei. Jetzt drehen auf einmal alle durch. Sie riechen mein Blut. Potion, jawohl. Wow. Jetzt sind die auch noch dann voll durchgedreht. Okay, das nimmt eine starke Wendung an. Door is locked. Hallo? Leute? Hey, Leute? Okay. Assassin's Creed. Kann ich hier nur nicht hochziehen? Warum? Mach dir mal auf! Ordentlichen Buttermais. Klar, eine aufrechtstehende. Haben die sich hier aufs Dach zurückgezogen? Hoffentlich greifen die mich nicht an. Hallo, seid ihr hier oben? Oh. Schönen guten Tag. Wow. Wie hast du es geschafft, hier raufzukommen? Nun, naja, ich bin geklettert. Okay, die sind unten. Was? Also seid ihr die Survivor? Ja, ja, okay. Aber die Horde hat uns dann verfolgt. Okay. Ich werde mit euch gehen. Okay, kommt ihr irgendwie anders runter? Wir haben hier den Weg barrikadiert. Ja, aber da ist die Mine und die ist zu groß und gefährlich. Okay, es sollte eigentlich sicher sein. Ich habe die Horde unten erledigt. Okay, wir können nicht genug danken. Wir werden zur Kirche gehen. Sobald es sicher ist. Okay, wir haben es gerade hier oben drauf geschafft. Okay, aber eigentlich ist doch der Weg für euch frei. Eigentlich ist doch der Weg für euch frei. Dann gehe ich mal hier runter. Okay, das ist krass. Wäre ich mal einfach von Anfang an der Story gefolgt, hätten wir schon viel früher gesehen, was dieses Spiel für uns eines Tages bieten wird. Ach komm, Leute, echt, jetzt ein Paddel brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich weiß, irgendwann stehe ich in so einer Horde Zombies. Versuch gerade irgendwie meinen letzten Potion zu trinken und denk mir, oh mein Gott, hätte ich doch dieses Paddel mitgenommen. Jetzt ist nur die Frage, wo wollen die denn lang gehen? Weil hier oben habe ich ja jetzt dann alles so gut es geht. Also hier ist echt nichts mehr, Leute. Ihr könnt eigentlich wirklich zurück in die Kirche gehen. Hier ist keiner. So, Safe Zone. So, hast du ihnen geholfen? Ja, klar. Okay. Sie haben gesagt, hier sind noch mehr Survivor in Grimsey oder drüben. Das sind gute Neuigkeiten. Okay. Sie haben gesagt aber, dass der Weg ist barrikadiert und Grimsey ist nur noch durch die Minen zu erreichen. Okay. Haha. Der Lord hat die Minen verschüttet? Ich glaube nicht.
Mercer Castle. Wo ist Mercer Castle? Südöstlich der Stadt, okay. Never drink from the river of Styx. Tja, ich werde, glaube ich, aus dem neue Quest Konstanzmine, okay. Wir wollen aber jetzt erstmal sehen, wie was mit unseren Blessings hier läuft. Wir haben 5 Punkte. Agility. Ne, hier können wir noch nichts machen. Dunkle Künste. Oh. Das ist gut. Das heißt, wir können traveln jetzt, oder was? Geil, Fast Travel. Cool. Das ist eine sehr, sehr gute Funktion. Aber jetzt müssen wir den Minenschlüssel holen und der liegt da unten in die Richtung. Also, gehen wir mal zum Schlösschen, würde ich sagen. Ist das wieder da lang? Ja, erstmal hier runter. Es wird ja jetzt ein Riesenspaß. Kerzenständer, hä? Die Aggro, aber die alle geworden sind vorhin. Ich hoffe nicht, dass das häufiger vorkommt. Ah, mehr so die Richtung. Gehen wir mal hier über den Berg. Ein Kompass wäre nicht schlecht. Einfach nur so für zwischendurch. Ja, hier sind noch einige Niedergemetzelte. Das Gute ist, wir können schnell zurückreisen. Ist das das kleine Schlösschen, in das ich mich vorhin zurückgezogen habe? Ja. Ey. Ne, also zurückgezogen habe ich mich hierhin nicht. Aber... Okay, lassen wir den erstmal kurz hier was laden. Boah, Level 8. Ein Level 8er dazwischen. Okay, Moment. Hier erstmal ein kleines Granätchen werfen. Okay. Ist gerade ordentlich was los. Moment, eine kurze Pause. So, da sind wir wieder. Geht einfach weiter. Schlacht, Schlacht, Schlacht. Nee, aber das ist ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen viel dann für Kinder dürfen zugucken, weil manchmal darf sie zugucken und jetzt sagt sie, Papa, ich wollte zugucken, aber hier, das ist ein bisschen viel, ne? Für eine 5-Jährige, das ist ein bisschen viel. Bei Tabs kann sie ja zugucken oder wenn wir Feuerwehr spielen. Aber das ist ein bisschen viel, gell? Da muss auch mal hier der coole Superdad irgendwo sagen, nee, das muss ja jetzt nicht sein. Wow. Oh Gott, ey, wir müssen in dieses Schloss rein. Und dieses Schloss, sehe ich jetzt schon, ist groß und bestückt. Ich brauche dringend ein Stamina-Level eigentlich. Dringend. Mercer Castle. Aber wir müssen im Mercer Castle auch nun mal noch was finden. Mal kurz ein bisschen Stamina aufladen, bitte. Okay, da oben scheint der Schlüssel versteckt zu sein. Hoppala.
Ein altes Brot. Ich werde erstmal versuchen, mich von draußen hier so ein bisschen anzuschleichen. Aber es sieht nicht so aus, als gäbe es hier von draußen die größtbesten Möglichkeiten. So. Oh, Level 7, Level 8er. Hey, 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 Junge. Kein Stress machen hier, kein Stress machen. Vielleicht hier nochmal gerade so ein bisschen. Also Messer brauche ich jetzt auch nicht nochmal extra eigentlich. Ich höre hier Geräusche, hier ist irgendwas drin. Schauen wir mal oben rein kurz hier ins Lager. Hallo. So, da haben wir wieder Level up, Doors locked. Vielleicht können wir das später nochmal hier. Wahrscheinlich der Quartiermeister gewohnt oder so, ich weiß es nicht. Blessings. Ich habe 7 Points. Aber ich. Ach so, guck mal hier, das ist schon voll. Was habe ich jetzt? 100 Mastery. One-Handed Attack Speed 2. Jetzt check ich das auch. Next Level Blessing can regenerate combat. Stamina Kosten regenerieren. So viel Todesdings habe ich noch nicht. Rage Charge. Achso, Level 0 von 5. Achso, ich muss das einzelne. Jetzt? Okay, Leute, jetzt checke ich das Level-System auch erst. Hier ist jetzt Level 1 von 5, hier ist 0 von 5, verstehe. Das heißt, ich kann hier oben vielleicht ein bisschen was ausgeben, ne. Agility Spreadshot. Apply. So. Ich gehe mal hier auf Einhänder mit mehr Stamina. Gucken wir mal, was passiert hier. Zack, zack, zack. Und abgestürzt, geil. So, einen klitzekleinen Absturz gehabt, aber naja gut, damit ist zu rechnen bei so einem Early-Early-Super-Access-Spiel, was schon sehr lange im Early-Early-Super-Access ist. So, wir haben hier noch ein paar Blessing-Points und Vault heißt Vault over Short Objects. Okay, Increase Reload Speed. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal noch auf Stärke. Und auf das hier. Okay, Blessing kann sich regenerieren. Aber was ist denn... Hier, das ist so jugendliche Energie. Movement Speed Based Stamina. Hohe Schmerztoleranz. Schmerzresistenz. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall erstmal hier auf Endurance. Und pumpen hier noch alles rein, was wir haben. Das heißt, für die nächsten Changes... Können wir dann hier oben. So, dann gehen wir nämlich auf immer eine gute aufs Maul Strategie. Ah, guck mal. Mal einfach die Tür zu. Dann können die mir eh nichts. So. Lampe an. Und dann schauen wir erstmal hier ins Schlösslein rein. Was denn hier so auf uns wartet. Ich würde gerne mal, wie benutze ich eigentlich Reparaturkits? Health Potion, ne, wie geht das? Crafting, Repair Kit. Repair. Familienaxt, Familienaxt. Achso, Doppelklick, Repair und dann wieder Familienaxt. So, Doppelklick, Repair, Familienaxt. Die Axt würde ich gerne, die ist jetzt schön auf volle Pulle. Damit wir einfach mal hier so ein bisschen... Was macht ihr denn da vorm Fenster, hä? Ja, da bist du verwirrt, gell? Weil du nicht nahe kommst. Weil du nicht nahe kommst. Ja. Riechst du was? Riechst du was? Kriegst aber nichts.
So. Boah, ey, Potions, Leute. Potions. Wie ist das eigentlich? Okay, das werde ich jetzt noch nicht ausprobieren. Da kommen welche. Hallo? Oh ja, viel mehr Stamina und so. Das ist, gefällt mir ganz gut. Wie ist das, wenn ich jetzt ins Inventar gehe? Dann geht es draußen aber weiter, ne? Also, kann hier nicht in Ruhe Inventar lesen und nicht angegriffen werden, oder? Nicht jetzt Inventar? Ja, ne. Der hampelt dann weiter rum. Weil ich halt gern wüsste, wie ich jetzt zum Beispiel Blessing Potion... Wie kann ich das wechseln zwischen Consumable Health Potion? Wenn ich Tab drücke, passiert nichts. R, T, vielleicht sprenge ich mich gleich irgendwie in die Luft. Ah. Okay. Vial of Pain Reduction. Ne, damit ich einfach, bevor ich irgendwie in einen dicken Kampf gehe oder so, damit ich mir schnell was reinziehen kann. Dann weiß ich jetzt auch, dass ich das Menü da ein bisschen umsortieren könnte, wenn ich Bock habe. Miriam, meine Horde. Kommt die Straße runter. Okay, shit. Im Study Room. Gesundheit, dankeschön. Oh Gott, was ist nun los? Schnupfen. Da kommt der erste große Schnupfen in mein Gesicht. Ah ja, klar. Es muss ja jetzt wieder dann vor Weihnachten losgehen. Ist ja immer so. Doors locked. Das ist der Study Room, aber da komme ich jetzt so nicht rein. Naja, schauen wir erstmal. Machen wir hier mal das Haus sauber. Und dann gucken wir uns in Ruhe um. Oh Gott, das ist ja riesig. Oh, stimmt, ich bin in einer kleinen Burg. Erstmal hier so die Etage ein bisschen durch. Wir müssen ja Sachen sammeln. Muss ja alles regelkonform sein. Hallo. Next. The old Gwyn. That since one no other round ferries your souls above. Okay, das ist mir alles hier. Da ist bestimmt viel Lore versteckt, aber man muss halt viel lesen. Klar, der wird jetzt nicht die Synchronsprecher haben, der Typ, der das Spiel hier macht. Crossbow. Nehmen wir aber mal mit, vorsichtshalber. Hallo, da tut mir sehr leid, dass du hier... Oh, Potions. Potions sind immer gut. Hier ist ja auch noch Kram. Ach du meine Güte. Habe ich die Tür vorhin nicht gesehen, oder was? Nee, nicht wieder abstürzen. Wenn die hier festklemmen, dann stürzt das Spiel gerne mal ab. Haben wir ja vorhin schon festgestellt. Ey, hier drin, hier ist was los. Das sage ich euch. Hier drin, hier ist was los. Also Potions können wir zuhauf mitnehmen, ne? In alle Säfte dieser Welt können wir investieren. Und finden immer noch einen Saft mehr. Was haben die denn hier gesoffen alle den ganzen Tag? Na ja, gut, dass die Leute anfangen irgendwie Gebräue zu mixen, wenn dann plötzlich die Untoten sich erheben, okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Das sollte legitim sein. So, was macht ihr zwei hier oben? Ey, Leute, Boner brauchen wir aber jetzt nicht noch mehr. Pfeile sage ich, okay, nehmen wir mit. Er hat hier so eine Granate neben seinem Bett. I've arrived to the next town, it's almost empty. Okay, also, sie sind unterwegs. Spotter haben sie hier stehen. Ja, Es ist eine Ausweglose Situation.
nehmen wir das. Wenn ihr das unbedingt lesen wollt, drückt halt einfach echt kurz auf Pause. Wenn ihr einzelne Frames vor- oder zurückspulen wollt, damit ihr nicht immer mit dem Finger da nichts trefft mit der Maus, dann müsst ihr einfach Punkt und Komma drücken, da kann man frameweise hüpfen. Nase juckt immer noch. Oh Gott. So, die ist weggesmashed. Hier, er wird auch gesmashed. Steht so am Fenster, guckt raus, genießt das Wetter. Naja. Ich muss auf jeden Fall hart leveln, damit ich mehr Schaden mache und mehr Kram. Klettern, weiß ich nicht, ob ich Klettern unbedingt brauche. Aber ich brauche Saft und Repair-Kits. Und Äpfel. Oh, und hier ist noch ein Double Rifle, nehme ich auch mit. Mann, der Typ muss einen riesigen Rucksack mit sich rumschleppen. Der Schlüssel zur Mine, da haben wir ihn doch. Trading several people here for some... Okay. Die Leute brauchen Essen, Medizin, ja. Hä? Temperatur gemessen, Herzschlag überprüft. Nee, was nu? Wieso? Rusty. Kitchen Knife. Da, die Axt, Leute. Wir wollen die Axt. Okay, wir haben irgendwie eine neue Quest bekommen da unten. 40 Meter. Ganz kurz Checkelech machen. Journal, Stats, Blessings, keine Points, Maps. Irgendwas ist hier hinterm Schloss noch. Das ist Study Room. Da müssen wir irgendwie rein, oder was? Und für ein Study Room, oder haben die den Schlüssel rausgeworfen, oder wie? Hallo? Oh. Guten Tag, kommen Sie mal raus kurz. Dankeschön. Ah, flog aber irgendwie ein alter, fauliger Fuß. Na komm jetzt. Lass mal gut sein. Was ist da unten? Die Frage, ob ich das hier überlebe. Aber hier gibt es offensichtlich einen Felsen. Der zum... Der auf jeden Fall zum Klettern einlädt. Hallo, einen schönen guten Tag. Ah, ein bisschen Magic, bisschen Magic. Habt ihr nicht mit gerechnet, hä? Ich bin der Auserwählte. Ihr blöden Dödel. So, the door switch is being repaired in the... Top Floor Workshop. Use the floor hatch entrance for now. Door is locked. Laboratory. Also wieder hoch. Ah. Vorhin habe ich noch gesagt, es lädt zum Klettern ein, aber... Oh. Das ist natürlich praktisch, wenn man klettern kann, ne? Das können die Untoten nun mal nicht. Ja, vielleicht sind die gar nicht untot, sondern eher besessen. Das Dach vielleicht? Wir gehen nochmal durchs Haus rein. Und dann nach oben. Vielleicht finden wir dort noch was.
So, Missing Switch gefunden. Und mit dem muss ich jetzt hier zum Labor oder wie oder was? Map. Zum Study Room. Ist markiert. Aber wie komme ich hier in den Study Room? In manchen Momenten verliert man sich hier halt irgendwie ganz kurz die Questline. Was gibt's denn hier? Nix. Jetzt nochmal da runter? Oder was? Schauen wir mal. Hep, 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 hep. Nee, wo war das? Obwohl, doch da. The door switch is being repaired in the top floor workshop. Okay. Use the floor hatch entrance for now. The floor hatch entrance. Wo ist the floor hatch entrance? Hallo, guten Tag. Brot. Das weite Meer. Die weite Welt. Kleine Harke. Aua. Okay, ich würde sagen, ich teleporte mich jetzt erstmal zum Safe Room und wir machen einfach in der nächsten Folge weiter. Ich jetzt nicht genau weiß, was die meinen. Ich würde ja gerne den Floor Hatch Entrance benutzen. Ah, Moment. Floor Hatch Entrance. Das heißt, irgendwo im Boden ist... Kram. So, jetzt rennen wir. Alter, hier gibt es ja noch mega viel Zeug. Sammle ich alles später ein. Vielleicht hier irgendwo? Oder ist im. In dem Büro oben. Gleichzeitig auch der Bodeneingang für... Hier komme ich ja nicht rein. Das ist der Study Room. Genau. Jetzt nochmal hier rum. Da ist auch Study Room. Den Floor Hatch Entrance. Oh, hallo. Werden wir dann über dem... Hier vielleicht irgendwo. Es gibt's gar nicht, wie viel Zeug hier rumsteht. Aber warum sollte denn dann ganz oben? Ist doch auch Quatsch. So, hier habe ich das Ding gefunden. Ah, hier finde ich leider auch nichts. Naja, Leute, das geht schon viel zu lang hier. Ich würde sagen, wir schauen mal eben kurz, ob ich zurückreisen kann. Map. Okay, cool. Dann speichert er nämlich hier fein. So. Safe Zone gespeichert. Guck mal, hier sind schon Leute drin. Ja, okay, sehr gut. Hört auf zu quatschen. Okay, Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, natürlich in der nächsten Episode wieder. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.